Hallo Leute und willkommen zurück hier bei Let's Play Terraria. So, beim letzten Mal war der gute Xenix wieder hier und hat uns ein wenig unter die Arme gegriffen. Wir werden jetzt erstmal die Demonite Bars mitnehmen. Wir haben hier schon die Shadow Scales, die uns der Wurm gedroppt hatte. Und ich würde mal sagen, wir schauen jetzt mal, was wir uns so Tolles herstellen können. Ohoho, seht ihr wohl? The Breaker, okay. Scheint ein Hammer zu sein. Nightmare Pickaxe, okay. Und hier oben, waren noch ein paar Waffen. Inklusive Bogen etc. 16 Schaden macht der's. Okay, unser Laserschwert macht da ein wenig mehr, aber hat eine höhere Angriffsgeschwindigkeit. Und hier seht ihr schon, die neuen Rüstungen, die es jetzt gibt. 7 Verteidigung. Ist um einiges besser als unsere. Aber dann haben wir halt keine Mana-Regeneration mehr. Ich werde mal eben zum Guide gehen und schauen, was wir mit diesen Shadow-Teilen eigentlich noch so machen können. Shadow Scales. Oh, okay, die sind wirklich nur für diese Sachen gut. Okay. Und die Demonite Bars sind auch nur für diese Sachen gut. Ja, dann würde ich mal sagen, dann können wir die ja eigentlich auch dafür gleich verbraten. Denn ansonsten brauchen wir den Krams ja eh nicht mehr. Also ich werde mir auf jeden Fall erstmal die Spitzhacke bauen, weil damit können wir 65 Pickaxe Power, 10% mehr. Das ist doch schon mal super. Denn damit können wir auf jeden Fall, glaube ich, diese anderen Corruption-Steine auch abbauen. So, was brauchen wir jetzt? Wie viel haben wir noch da? 10, 20? Also wir brauchen hier nochmal 45 Shadow Scales, das reicht also nicht. Und von den Demonite Bars her reicht das sowieso auch nicht. Dann werde ich mir erstmal den Helm holen. Jetzt haben wir dann den Mining Helm zwar leider nicht mehr. Den werde ich aber auf jeden Fall erstmal noch behalten. Ist aber nicht so wild, dass wir den dann nicht mehr haben, denn müssen wir halt wieder mehr mit den Fackeln arbeiten. Und ja, das war's dann. Mehr können wir uns gar nicht herstellen im Moment von den Demonite-Sachen zumindest her. So, ja, was machen wir heute? Ich wollte auf jeden Fall erstmal wieder in die Corruption zurückgehen. Und halt, zu dir wollte ich gar nicht. Ich will irgendwo meine Sachen loswerden. So. 20 Silber bekommen wir hier für die Axt noch. Und guck mal, die Shadow Scales bringen nur 1 Silber pro Stück. Das ist natürlich echt ein wenig merkwürdig. Obsidian können wir damit wahrscheinlich auch abbauen, denke ich mal, mit der Hacke. Und ja, das sieht gut aus. Verschwenden wir gar nicht mehr so viel Zeit, sondern legen gleich los und gehen in die Corruption. Da haben wir auch ein Haus gebaut. Und ja, ich hätte auch oben lang gehen können über die lange Gerade, die wir da doch uns gebaut haben, um die fliegenden Inseln zu finden. So. Und ja, wenn wir die nächste Sphäre zerstören, dann kommt auch wieder der Wurm. Und da wollen wir uns einfach nochmal an dem versuchen. Wenn wir den dann besiegt bekommen, dann können wir uns wahrscheinlich sogar schon die komplette Rüstung da herstellen. Das wäre natürlich ideal, wenn das klappt. Dann haben wir zwar unsere Mana-Regenerationskrams nicht mehr, aber es ist ja irgendwo eh noch ein Meteorit runtergekommen. Und den müssen wir auch nochmal suchen. Fällt mir gerade ein, da ich ja das letzte Mal mit Xenix eigentlich, oh, jetzt kriegen wir, nee, kriegen doch keinen Schaden, eigentlich auch im Dschungel war, was ihr leider nicht gesehen habt, weil mir da mein Aufnahmeprogramm einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Da war der auch noch nicht, was will ich eigentlich gerade erzählen, Leute? Der Meteorit, genau. Also, scheint noch ein bisschen weiter weg zu sein, das gute Stück. Und hier kommen wieder irgendwelche Viecher runtergesprungen. Hier geht die Corruption auch schon langsam hoch. Und wir werden erstmal
zu unserem einen Platz gehen, wo wir dann wieder die Sphären finden. Müssen wir aber noch mal ein bisschen weiter latschen. So. Ah, shit, jetzt habe ich hier gleich wieder Schaden kassiert, war ja klar. Aber ein bisschen gehen müssen wir dafür noch. Da waren wir ja schon sowas von oft. Ach ja, jetzt sehe ich mal wieder gar nichts mehr, wenn ich, wenn ich meinen Mining-Helm nicht mehr habe. Das ist doch ärgerlich. Also an das Teil kann man sich echt schnell gewöhnen, muss ich ja mal sagen. Okay. So. Dafür haben wir nachher mehr Verteidigung, halten dann auch dementsprechend mehr aus. Das ist natürlich auch was Feines. Ich glaube, mussten wir jetzt hier runter oder die nächste? Ah. Nee, ich glaube, es war eben jetzt die schon, oder? Ah, Leute, Leute, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Wir waren schon so lange nicht mehr da runtergegangen. Ich gehe erstmal zurück. Ich glaube, das war die. Und wenn nicht, dann können wir... Ach, lass mich doch alle in Ruhe. Wenn das die nicht war, dann gehen wir halt wieder zurück. Ist ja auch gar kein Problem. So. So, jetzt muss ich aber gleich echt mal einen Trank nehmen. Und Heiltrank genommen. Okay. Ach. Jetzt ist es ja wieder... Shit, ich höre schon, dass ich hier gleich Besuch kriegen werde. Da ist er. Ist zwar nur ein kleiner, also was heißt klein, die sind ja auch schon recht groß, finde ich, für Würmer. Da ist er. Und packen wir mal hier ein bisschen Licht hin, überall. Oh. Ja, schmeiß mich ruhig runter. Ich brauche, meine Güte, ich muss meine Waffe mal nehmen. So. Und ich muss jetzt echt hier mit Fackeln arbeiten, weil sonst wird das nichts. Und genau, hier sind wir richtig. Jetzt muss ich gleich hier nur noch rüberspringen. Ich warte allerdings mal kurz ab. Hier kommt gleich wahrscheinlich der Wurm wieder von... Boah, du lebst da noch. Der Wurm unter mir, denke ich mal. Da ist er, genau. Und wir müssen jetzt echt hier Licht hinpacken. Es ist viel zu dunkel hier. Ohne Licht finden wir uns hier überhaupt nicht mehr zurecht. So, Geld nehmen wir natürlich auch nochmal mit. Okay. Und dann brauchen wir hier nochmal ein wenig Licht. Uah. Und jetzt dürfen wir uns hier runtergraben. Genau, Appstone Blocks können wir jetzt auch zerstören mit unserer Spitzhacke aus dem Demonite Ore. Sehr schön. Dauert ein Momentchen, bis das abgebaut ist, aber es lohnt sich natürlich. Das heißt, wir müssen ja kein Dynamit mehr für verschwenden. Und ich habe vor, wenn ich das jetzt abbaue da unten, mich schnell nach oben zu teleportieren, damit wir da oben sind, wo wir auch mit Xenix das letzte Mal den Wurm duelliert haben. Das heißt, ich hoffe einfach mal, dass er in der Zeit dann nicht nicht despawnt oder wie auch immer man das nennen will. So, wir machen das kaputt und haben mal wieder eine Muskete bekommen, hatten wir ja noch nicht, und beamen uns schnell nach oben. So. Gehen natürlich jetzt wieder schnell in die Corruption rein. Und ich hoffe mal, dass der Bengel jetzt noch am Leben ist und hier hochkommt. Letztes Mal hat es da ganz gut geklappt eigentlich. Da haben wir ihn hier dann bekämpft. Ballern wir nochmal schnell einen Heiltrank. Und ich höre ihn auf jeden Fall schon. Da ist er. Da ist er. Und schön mit dem Violet Horn hier einmal durch. Boah. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da ist er wieder. Am besten ist es, wenn man natürlich möglichst viele von seinen Körperteilen auf einmal damit trifft. Jetzt muss ich aufpassen. Da, genau, da ist er wieder. Uiuiui. Ui, ui. Jetzt kriegen wir ganz gut Schaden bei ihm rein. Und wenn wir hier jetzt so... ja, doch, so langsam tut sich was, schadenmäßig. Ich werde auf jeden Fall mal einen Heiltrank schlucken und da ist er wieder. Ich muss gleich... Mana-Tränke habe ich natürlich jetzt gar nicht. Müssten wir auch mal bald bauen. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen mit dem Schwert arbeiten. Treffe ich zwar nicht mehr so viele Teile auf einmal, machen wir aber auch gut Schaden mit. Und Leute, ich glaube, das sieht eigentlich ganz... Oh, da ist er. Okay, wir haben ihn jetzt auf jeden Fall schon mal zerteilt. Jetzt müssen wir uns in Acht nehmen. Da ist ein...
Teil, der andere ist da hinten noch am Rumeiern. Wow, da haben wir auf jeden Fall irgendwas erwischt gerade von ihm. So, schnell Heiltrank schlucken und... Ja, ich wusste doch, dass er von unten kommt. Wow. So. Na, jetzt muss ich aufpassen. Da kommt gleich das nächste Stück und... Oh, jetzt sind es schon 3 Würmer. 3 auf einmal. So, schnell alles einsammeln zumindest, was er hier droppt. Oh, noch einer. Meine Güte, hier den kleinen mal schnell. Okay, den haben wir. Oben sind noch ein paar Shadow Scales. Und ich glaube, es sind immer noch 3 Teile, oder? Sehe ich das richtig? Ja, ja. Oh. So, erstmal... Uiuiui, ich muss erstmal irgendwie Heiltrank schlucken. Und dann will ich hier hoch. Ah, ja, ja, vielleicht bin ich hier erstmal ein Momentchen sicher. Natürlich nicht. 2 Stück sind hier und der eine ist da links noch. So. Jetzt ist mein Mana gleich auch wieder aufgeladen. Dafür brauche ich aber Lebensenergie. Meine Güte, so. Jetzt nehmen wir das Violet-Horn. Und kloppen hier richtig schön durch. Das kleine Stück ist auch viel, viel schneller als der große. Da kommen sie wieder. Boah, da will mich hier wieder einklemmen. Okay, noch ein Stück haben wir abgeschnitten. Na, komm schon. Okay, wenn du da so liegen bleiben willst, dann bleib da halt von mir aus. Ist mir doch egal, was du da unten machst. Uiuiui. Jetzt haben wir aber gut Stücke weggeschnitten gerade. Na, da hinten liegen noch Shadow Scales. Die schnappen wir uns natürlich gleich. So. Ja, komm her. Und wieder einen Kopf kürzer gemacht. Und ich schnapp mir... Ui. Ui, hier ist auch noch ein richtig langer. Okay, mit dem habe ich jetzt gerade gar nicht mehr gerechnet. Na komm schon, genau, geht doch. Und wir schlucken nochmal eben Heiltrank. Und ich warte jetzt hier eigentlich darauf, dass er mal wieder von direkt unter uns genau kommt. Da können wir ihn immer am besten kriegen, weil wir da natürlich am meisten Schaden raushauen können mit dem Violet-Horn dann. Nochmal einen Heiltrank genommen. Okay, ich wage mich mal ein bisschen nach unten. Da ist er, sehr schön. Uiuiui. Es sind aber nur noch die beiden, glaube ich, momentan. Na, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Wusste ich's doch. Oh, wow, wow, okay, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt sind es wieder mehrere. Wow, wow, wow. Oh mein Gott, wie viele haben wir jetzt gerade? Haben wir jetzt gerade 4 Würmer, oder wie sehe ich das? Die kleinen springen immer wieder am höchsten, ne? Das ist ja typisch. Komm her, die schnappen wir uns. Okay, immerhin das Schwanz. Ah, so, noch ein weniger. Okay, es sind nur noch... Wie viele sind es jetzt? 3, glaube ich, ne? Und ich muss einen Heiltrank nehmen. Aber echt krass, wie schnell sich hier die Karten geändert haben. Überleg mal, als wir das letzte Mal den bekämpft hatten, als wir alleine waren. Mit Xenix ging es natürlich auch richtig easy. Eat of Worlds has been defeated. Jungs, wir haben es geschafft. Wir haben ihn ganz alleine platt gemacht. Wow, ich bin echt stolz auf uns. Also, wir haben uns doch echt gemacht, oder? Wir haben uns echt gut entwickelt. Inzwischen machen wir den Typen echt alleine platt. Hier mit unserer kleinen Vorrichtung. Und da unten habe ich auch noch Shadow Scale gesehen. Moment, werde ich mir gleich natürlich auch noch schnappen. So, sehr schön. Was ich jetzt noch machen werde, ich gehe nochmal kurz da unten rein, wo die Sphären waren, denn da war ja noch Demonite Ore. Das konnten wir damals aber noch nicht abbauen, weil wir da hätten sprengen müssen, über uns wohlgemerkt, weil das war in der Decke hing der Spaß. So, komm her. Ach, geht doch. Und jetzt dürfte das eigentlich kein Problem mehr sein, wir können das Demonite Ore ja sowieso abbauen jetzt. Das heißt, wir kommen locker da ran, wenn wir die Appstone Blocks wegnehmen. Oh, richtig schön finster hier der See. Und ein Gel haben wir noch bekommen. Da einfach mal rüber gesprungen über den kleinen Soul Eater. Eater of Souls. So rum. Und runter mit uns. Ah, jetzt habe ich wieder Fallschaden bekommen. So, und das Demonite Ore war, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, irgendwo hier links. Und rüber, genau, da oben habe ich es doch schon gesehen. Das heißt, wir nehmen uns ein wenig... Wir können auch die Appstones eigentlich nehmen. Braucht ja eh kein Mensch. So, packen wir mal da einen hin. Ach, da kommen wir noch nicht ganz rauf. Aber so kommen wir da rauf. Und ich muss mal eben
So, mich um die kleinen und großen Eater kümmern hier. Ich werde mich einfach mal hier in dem Appstone einbuddeln. Was soll's. Können mich die Gegner immerhin nicht angreifen. Kommst du da oben? Nee, kommt da nicht mehr ran. Egal, jetzt kommt da ran. Und das... Oh, das geht ja richtig schnell abzubauen, letztes Dämonite Ohr. So, das war's schon. Das ging nochmal zügig. Und dann grabe ich mich hier jetzt mal schnell durch. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob hier links vielleicht noch irgendwo ein bisschen mehr Dämonite Ohr war. Habe ich gerade wirklich nicht mehr im Kopf. Und wir brauchen Licht. Granth sprach, es werde Licht und legte die Fackel hin. Und es ward Licht. Mann, Mann, Mann. So, hier haben wir auch eine Menge von den... seht ihr wohl, da ist noch mehr Dämonite Ohr. Ach komm, geh doch weg. So, bauen wir nebenbei ab. Die Taktik kennen wir doch schon von den Meteoritenköpfen da. Die fallen da ja auch immer wieder drauf rein. So, mit diesem ganzen Dämonite Ohr dürfte es eigentlich ein leichtes sein, uns jetzt die komplette Rüstung anzuziehen. So, komm, den machen wir nochmal kalt. Und dann beamen wir uns nach oben. Und rennen erstmal zurück zu unserer Stadt, würde ich sagen. Geht ja eigentlich auch recht zügig. So, jetzt brauche ich hier mal wieder meinen neuen Enterhaken. Ach, komm. Sag mal, geht doch. Geht doch. Geht doch. So, sehr schön. Und jetzt können wir rennen. Genau, die Pegasus-Stiefel sollen mal ihren Dienst hier erfüllen und uns einen ordentlichen Geschwindigkeitsboost verpassen. Das ist halt der Vorteil, wenn wir oben drauf laufen, das ist richtig schön eben. Und da können wir einfach losstratzen mit unseren Stiefeln. Diese 7-Meilen-Stiefel. Sind natürlich übelst praktisch. Wenn es darum geht, schnell von A nach B zu kommen, sind die echt unersetzlich. Und so. Nein! Jetzt bin ich hier echt in dieses doofe Loch gefallen. Ich muss hier Licht machen, sonst sehe ich hier gar nichts. So. Genau. Machen wir den mal. Ah, sag mal. Los, komm, wir müssen erstmal in den Gang. Und rübergesprungen. So läuft das. So geht das. Mann, sind wir gut. So, hier rüber mit uns. Weit dürfte es nicht mehr sein. Hier sind schon die Bäume, die holen. Und ich glaube, das Loch war auch gar nicht allzu weit von unserer Siedlung entfernt. Was sage ich euch? Hier sind wir schon wieder. Und dann lasst uns schnell noch das ganze Dämonite Ore verarbeiten zu Dämonite Bars. So, runter mit uns. Wo haben wir die Dinger? Hier sind sie doch schon. Eieiei, 35 und wie viel Shadow Scales? 99, das ist doch nicht deren Ernst. Wir haben echt 99 plus 5. Meine Güte, haben wir viele Shadow Scales gefunden jetzt. Gut, ich mache an dieser Stelle erstmal Feierabend für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht euch noch einen schönen Tag. Ciao.